Eigentlich die Futteranlieferung noch filmen. Der ganze Kram mit Spedition und Radlader und was eben alles so dazugehört. Aber jetzt war der Radlader schon, beziehungsweise die Spedition war schon früher da als angekündigt und dann hat mein freundlicher Landwirt-Nachbar, der den Radlader besitzt, die Krise gemanagt und schnell die Sachen alle runtergeladen und als ich ankam, war eigentlich alles schon erledigt. So, ich habe jetzt hier nicht nur mein Zeug stehen, sondern das auch noch von Imkerkollegen, die das irgendwie abholen, die Tage. Und dann beginnt jetzt die heiße Phase des Jahres. Varroa und auffüttern und umbeiseln. Hey ho, let's go. Das hätte auch schief gehen können. So. Darum immer auf den Deckel gucken. Da war jetzt nämlich die Königin drauf. Und hätte ich den einfach abgeschlagen, wie ich es vorher hatte, die Königin war nicht eingeflogen auf den Standort. Das wäre nicht gut gewesen. Nicht für die Königin, nicht für mich. Also es gibt jetzt, das ist der favorisierte Fütterer für mich für Wirtschaftsvölker. Es gibt keinen besseren Fütterer, behaupte ich einfach mal,
als diesen hier, weil das für mich so ein Multifunktionswerkzeug. Zum einen benutze ich das immer gerne so als Unterlage beim Transportieren von Honigräumen, weil die siffen ja doch immer ein bisschen, und damit es nicht ins Auto sifft, darf es dann hier reinsiffen. Und beim Füttern, beziehungsweise jetzt zu der Zeit, wenn ich Honigräume habe, benutze ich die auch, um die Honigräume ausschlecken zu lassen. Dann kommt das so aufs Volk wie hier. Und dann nehme ich den Inneneinsatz raus und stapel dann hier die Honigräume drauf. Gerne noch mit der Bienenflucht dazwischen. Das raus. Honigräume jetzt hier drauf. Und dann gehen die wirklich einfach von hier unten hoch in die Honigräume, räumen die auf, schleppen alles nach unten, und nach einer Woche kann man dann die Honigräume wieder runternehmen, die Bienenfluchten einsetzen und dann die Honigräume leer laufen lassen, um sie wegzupacken. Aber jetzt erstmal, wo ich den Honig großzügig geerntet habe, müssen die Völker gefüttert werden. Die sollen jetzt optimistisch bleiben, um noch Brut aufzuziehen. Und da ist es wichtig, mir ist es wichtig, dass man während der Fütterung diese Einsätze hier so einsetzt, mit der flachen Kante, mit der schmalen Kante nach unten, dass das bienendicht ist, dass keine Bienen hier reinlaufen können. Denn da trinken nämlich auch keine Bienen. Dann hole ich mal das Futter. Und zurzeit fütter ich noch dünn. Also wenn ich dran denke, dann fülle ich einen Kanister voll, aber nicht ganz voll, mit Sirup und gebe noch ein bisschen Wasser dazu und schüttel das Ganze durch. Dass es ein bisschen dünner ist, weil die jetzt auch noch bauen sollen und bauen müssen mitunter. Und hier achte ich jetzt da drauf in etwa, so Pi mal Daumen. Die sind ja nie ganz im Wasser, die Wagen. In welche Richtung wird das wohl fließen, wenn ich es reingieße? Ich schätze mal, wenn ich es hier reingieße, fließt es in Richtung Öffnung. Dem ist auch so, Gott sei Dank. Und da muss man darauf achten, klar, dass man maximal auffüllt bis zu dieser Einkerbung hier. Sonst läuft das hier rein, das ist dann blöd, weil da kommen ja keine Bienen hin, um das sauber zu machen. Und siehe da, es ist die Jahreszeit, wo die Wespen auch wieder allgegenwärtig sind. Was ich dann auch immer noch mache, das erste Mal, wenn ich anfange zu füttern, im Moment wissen die Bienen ja gar nicht, dass hier eine Futterquelle ist. Und das Zeug ist ja so neutral vom Geruch. Also selbst wenn man was verschüttet, so wie ich es gerade so ein bisschen beim Abfüllen in die Kanister gemacht habe, selbst da dauert es ewig, bis da mal jemand das bemerkt und vorbeikommt. Deswegen gehe ich jetzt am Anfang hier, nehme so ein bisschen und träufel das in die Wabengassen. Und auf der Innenseite vom Aufstieg des Fütterers. Weil dann spricht sich das relativ schnell rum, dass es da was zu holen gibt. Und wenn die da einmal den Weg kennen, dann merken die sich das auch. Rutschige Beutenständer, was niemand braucht. Thank you.
müssen wir noch an Draht denken. Das war nicht so extrem kompliziert. Großflächig. Ja, super Fangwabe. Das funktioniert ganz gut. Nicht zu fassen. Fliegt die weg. Jesus.
Ist mir doch gerade tatsächlich eine Königin aufgeflogen und weggeflogen vor allen Dingen. Aber ich hoffe einfach, dass sie selber wieder den Weg zurückfindet. Also ich hatte mir am 21.05. notiert, dass das Volk Weisel richtig ist. Aber die Königin, die da drin war, also A, vom Bruten, das sieht das nicht so aus, als wenn die da schon lange liegt. Und B, konnte die noch 1A fliegen. Also ich vermute mal, dass sie, und ich habe auch eine Zelle gefunden, eine alte, ich vermute mal, dass sie still umgeweiselt haben. Weil die, ja, oder geschwärmt, also eins von beiden. Und jetzt, man kann ja eh nichts machen, also die ist jetzt aufgeflogen. Sie muss theoretisch auf den Standort eingeflogen sein und dann findet die auch zurück, hoffe ich. Ich werde berichten. Die wanderlustige Königin ist wieder zurück. Schön. Jetzt hier gerade diesen Stand abgefluchtet. Hier stehen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Völker, 39 Honigräume. Alle Honigräume einmal runter und wieder rauf und die meisten davon sind knackevoll. Mein Rücken sagt jetzt auch, ist auch gut, alter Mann, mach Pause. Und ich musste hier echt nicht nur im Vollschutz arbeiten, sondern auch. Ich habe mir irgendwann den Smoker angemacht, zum einen, und zum anderen habe ich das erste Mal überhaupt noch eine zweite Lage Nitrilhandschuhe übergezogen. Weil die echt so biestig waren. Also, Sanftmut, naja. Die sind dann schon ein bisschen wehrhaft. Es hat ja auch 30 Grad. Und die Tracht ist vorbei, so seit anderthalb, zwei Wochen. Und dass die da alle ein bisschen irgendwie übellaunig sind, kann man denen auch nicht verdenken, wenn dann der böse Imker kommt und denen das ganze Dach vom Haus reißt. So, in 48 Stunden, also in zwei Tagen, werde ich dann die Honigräume hoffentlich bienenfrei runternehmen können, noch ein bisschen auspusten, in den Transporter laden und dann geht es den Tag da drauf zum Schleudern nach MacPom. Die Schleuderstraße wartet auf mich. Und wenn das erledigt ist, möchte ich am Wochenende irgendwie auch mit der Varroa-Behandlung anfangen und die wird im Wesentlichen zweigeteilt sein. Also ein Teil der Königin sind gekäfigt jetzt teilweise seit drei Wochen, teilweise noch nicht ganz. Und die sind jetzt brutfrei dann, die Völker, und dann werden die einmalig mit Oxalsäure behandelt. Und da, wo ich die Königin gekäfigt habe, ist es für mich besonders interessant, weil ich da gucken möchte, ob, also nicht ob, sondern wie viele Varroen da fallen, wenn ich die mit Oxalsäure behandelt habe. Und vor allen Dingen, ich weiß ja in den Völkern, was da so für Königinnen drin sind. Und in den Wirtschaftsvölkern sind standbegattete Königinnen, die auf unser VSH-VSB-Projekt zurückgehen. Und dann habe ich noch einen ganzen Sack voll Königinnen, die da nicht aus der Ecke kommen. Und ich habe auch noch ein paar Lundenköniginnen, die auch standbegattet sind, auch noch dazwischen. Und da die alle am gleichen Standort waren und zusammengeführt worden sind,
ist für mich einfach interessant zu sehen, ob es da Unterschiede geben wird zwischen den Wald- und Wiesenköniginnen und denen, wo ich einfach hoffe, dass sie VSB können. Also VSB heißt Varroa Surviving Bee. Ist auch so ein Begriff wie VSH oder SMR. Der gehört in diesen ganzen Kanon damit rein. Und dann gibt es noch andere Völker, wo ich eine TBE machen werde. Die sind insofern nicht so repräsentativ, weil ich da ja viele Varroen in der verdeckelten Brut rausnehme. Insofern hat dann da eine Behandlung mit Oxalsäure zwar einen heilenden Effekt, aber das, was an Milben fällt, ist ja nicht mehr repräsentativ. Und dann sollen die Völker alle kurzfristig umgeweiselt werden. Also dort, wo die Königin gekäfigt ist, hoffe ich, dass es leicht wird. Einfach die gekäfigte Königin raus, neue Königin rein. Weil ich eigentlich schon möchte, dass die Winterbienen von den neuen Königen aufgezogen bzw. gelegt werden. Um dann zu sehen, ob im Herbst sich das anders verhält als in den Vorjahren. Sonst habe ich es immer so, dass im September teilweise schon wieder signifikant viele Milben in den Völkern sind. Und die Frage ist, ob sich das dann genauso verhält. Dazu muss man wissen, dass ich so viele Belegstellen begattete Königin habe und so viele besamte Königin unterm Strich, dass eigentlich nahezu jedes Volk eine definierte Anpaarung haben soll, um dann einen Vergleich herstellen zu können. Und ich versuche ja immer, mich selber auch zu disziplinieren, dass da Korrelation und Kausalität, dass ich das nicht durcheinander bringe. Man hofft natürlich, oder ich hoffe natürlich auch, bestimmte Dinge in den Völkern zu sehen. Also man hat so eine gewisse Erwartungshaltung und dann hofft man natürlich auch, oder ich hoffe dann auch, dass ich diese Erwartungshaltung erfülle. Es ist immer gar nicht so leicht, sich zu disziplinieren und objektiv zu bleiben, so objektiv, wie es halt irgendwie geht. Führt mich auch dazu, Thema Objektivität, dass ich ja immer noch mal ein Video über den angepassten Brutraum machen wollte. Naja, egal. Bevor ich abschweife, ich habe jetzt auch genug. Ich bin komplett durchgeschwitzt einmal und ich glaube, ich brauche jetzt was zu essen, ein kaltes Getränk und eine Dusche. Blau waren. Schön. Schon wieder brechend heiß, aber ist halt Sommer, ne? Hilft nichts. Also ich versuche gerade ein Problem, ein großes Problem, was ich habe, recht martialisch zu lösen. Und zwar, dass das Problem, das ich habe, ist, dass ich bisher keine Möglichkeit hatte, meine Sommertracht in einem Rutsch zur Schleuderstraße zu fahren. Also Frühtracht geht immer, da habe ich nicht so viel. Die 30 Honigräume, die habe ich immer in den Nissan bekommen. Aber die Sommertracht ist halt immer doppelt so viel oder sogar ein bisschen mehr. Und wenn ich die zur Schleuderstraße bekommen wollte, hätte ich zweimal fahren müssen. Und das hat mich in letzter Zeit, in den letzten Jahren immer öfters getroffen, dass ich irgendwie Dinge zweimal oder dreimal fahren musste, weil ich halt nicht die Transportkapazitäten hatte, sei es Völker oder Honig oder
was auch immer. Und jetzt versuche ich das Problem mit einem anderen Auto zu lösen. Jetzt habe ich gerade mal rumgetestet, wie ich da drin die Honigräume anordne. Und ich habe noch eine kleine Stütze gebaut auf die Schnelle, um den Platz möglichst effizient ausnutzen zu können. Und wenn ich mich nicht verrechnet habe, müsste ich in den Transporter 85 Honigräume bekommen. Will ich vielleicht gar nicht, weil wenn die alle richtig knackevoll sind, dann sprenge ich auf jeden Fall das maximal zulässige Gesamtgewicht. Aber so eine durchschnittliche Sommerernte kriege ich da tatsächlich entspannt tutti kompletti rein. Und dann habe ich vielleicht sogar noch ein bisschen Platz, um irgendwelche Sondergaraffel mitzunehmen, wie leere Eimer oder sowas. Und das alles kann ich heute dann gleich ausprobieren, weil ich abgefluchtet habe und morgen zur Schleuderstraße will. Das bedeutet, dass ich jetzt bei 30 Grad oder was es hat, anfange, die Honigräume durch die Gegend zu buckeln und in dieses Auto zu stapeln. Mal schauen, wie das funktioniert. Bin gespannt. Auf dem Rückweg von der Schleuderstraße nach Hause stehe ich dann kurz vor zu Hause plötzlich im Stau, in einer Vollsperrung. Und insgesamt wird diese Vollsperrung mich über 4 Stunden festhalten. Und am Anfang ärgere ich mich noch über mich selbst, weil ich am Anfang 2-3 Mal angehalten habe, um Räuberbienen aus dem Transporter zu lassen. Direkt nach dem Losfahren kurz gehalten, Transporter auf. Transporter zu, 100 Meter weiter gefahren, kurz gewartet, Transporter auf, Transporter zu, bis der Laderaum wieder leer war. Und während ich da so im Stau stehe, kann ich die ganze Zeit das Blaulicht vor mir sehen und denke mir, wenn ich das nicht gemacht hätte mit den Bienen, dann wäre ich vielleicht ja einfach durchgekommen und würde jetzt nicht hier stehen, während meine Familie und Freunde irgendwo zu Hause am Grillen sind, wo ich eigentlich auch eingeladen bin. Aber dann kommt irgendwann plötzlich ein Leichenwagen durch. Und als ich später dann an der Unfallstelle vorbeifahre und da ist ein Kleintransporter auf einen LKW scheinbar gefahren und der Fahrer des Kleintransporters ist dabei ums Leben gekommen, fange ich an nachzurechnen und denke mir, wenn ich nur einmal Bienen weniger rausgelassen hätte, wenn ich vielleicht mir diese eine Minute gespart hätte, dann hätte es gut sein können, dass ich genau zum falschen Zeitpunkt genau am falschen Ort gewesen wäre. Und da verfliegt der Ärger dann auch. Das ist dann irgendwie egal. Und ich bin einfach nur froh, als ich dann nachts um 2 endlich zu Hause bin und irgendwie endlich nach einer Dusche ins Bett kann.